Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Wir machen weiter mit den tollen Polaroid sammeln. Ja. Und wir müssen ja dafür den Teufel besiegen immer wieder. Ich weiß jetzt nicht, warum wir letztes Mal den Teufel nicht herausfordern durften. Mit dem Isaac. Aber. Ja, ich hab keine Ahnung. Wir spielen heute mit dem Blue Baby. Are you sure you want me to die? Ja, das machen wir. Erstmal hinfurzen, kacken und da kam nichts raus. Hatte das Blue Baby gute Start-Items? Ich weiß gerade gar nicht. Wir bekommen den Magneten. Na gut, es gibt besseres, aber wir ziehen immerhin die Items an. Somit könnten wir eventuell ein paar Sachen bekommen, die normalerweise unerreichbar sind. Ist ja auch was, ne? Oh ja. Und wir sehen ganz hübsch aus. Wir sind ganz hübsch. Dann haben wir ein paar Würmchen zu besiegen. Ja. Das, die können von mir aus öfter kommen. Ich treffe die zwar nicht, weil ich zu doof bin, aber... Ja, kriegen wir Geld. Einfach alle sterben gehen. Danke, danke, danke. Eine Bombe wäre ganz nett. Dann könnte ich mir den... markiert den Stein holen. Das, den One Piece Stein. Wir waren noch auf der anderen Seite gar nicht. Gucken wir mal. Vielleicht finden wir was ganz Tolles da hinten. Ja, ein paar Bomben mehr wären schon super. Oh. Okay. Da haben wir wohl eine der Sündin. Die Faulheit. Sloth. Ah, doch, Faulheit, ne? Doch, genau. Oh Gott. Langsam spawnt er zu viel. Oh verdammt. Das habe ich kacke gemacht. Na kommt. Sterbt doch einfach mal bitte. Danke. Bringt mir nichts. The Fool. Bringt mir alles nichts. Tja, da müssen wir wohl... weitergehen. Kriegen wir nichts Tolles. Gemini. Boah. Na, dann stirbt der Große während dich. Der hat doch ganz gut kassiert schon. So, jetzt sagt deine sauer und verzweifelt. Ja, wir haben deinen Bruder getötet oder Schwester. Bruder, ich sag Bruder mal. Das ist dein Bruder. Sieht nicht nach einer Schwester aus. Hör mal hier, Stress ist nicht gut fürs Herz. Wie heißen die beiden überhaupt? Ich weiß es gerade gar nicht. Ein HP-Upgrade. Wird dann nur zum blauen Herz, genau. Okay, weiter geht's. Ich bräuchte echt Bomben. Allein schon dafür, dass es halt blaue Herzen gibt, wenn ich die markierten Steine zerstöre. Ah, verdammt. Boah. Die Hüpfenden. Hm. Passt auf, was sie tut. Ich habe einen Magneten. Und ich weiß, wie man ihn einsetzt. Das kann ich nicht anziehen. Das will ich wahrscheinlich auch gar nicht anziehen. Das ist doch dieser... die komische Warze oder so. Ich weiß nicht genau. Du bist der Nächste, mein Freund. Wieder nichts. Dieser Mann ist komisch, es droppt einfach gar nichts. Ich habe nicht eine einzige Bombe oder Schüssel bisher bekommen. Und ich krieg nur so dämliche Kacke.
War es das? Nein, das war es bestimmt nicht. Da haben wir noch einen. Eine Tarotkarte. Joker. Okay. Ein paar Fliegen, würde ich behaupten. Eine Bombe endlich. Nice. Das war immer gewusstet. Die Kollegen. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich da nicht getroffen werden konnte, aber ich bin zufrieden. Ah, aber da werde ich natürlich getroffen. Vielleicht droppen die ja was Tolles. Gucken wir mal nach. Gar nichts. Das ist schon nur bitter. Ach, Mann. Das ist ein doofer Run bis jetzt. Ich komme nicht mal in den zweiten Itemraum rein. Ach, verdammt. Oh, ein Schlüssel, nice. Wir können in den Geheimraum. In den Itemraum. Da werden wir uns doch direkt hinbegeben und hoffen auf das rettende epische Item, das uns Feuerschüsse sind ziemlich cool, aber kann auch nach hinten losgehen. Zwei schwarze Herzen. Oh, wie viel Herzen gaben die Geisterkutte? Ich weiß es nicht. Waren das zwei oder drei? Puh, ob sich das lohnt? Ach nee, wir machen erstmal den Boss und dann gucken wir mal. Wir gehen jetzt aber erstmal in den Curse Room rein. Öffnen das, bekommen zwei Pillen. Was machen die denn? Explosiver Durchfall. Nett. Und wir bekommen noch Paralyse. Super. Hat sich gar nicht gelohnt, dieser Raum. Rausporten und weiter geht's. Kein einziger blauer Stein, sehe ich das richtig? Tatsächlich. Ja. Naja, dann soll es halt nicht sein. Monstro. Brenn. Was? Ah, oh, die Kaktränen sind explodiert. Oh, nee. Wow. Oh mein Gott, ein Devil Room. Ah. Ne, komm, das war's. Werden wir nicht machen. Ich weiß nicht, wie viele wieder bekommen. Am Ende könnte es ein Minus sein. Nee. Ich weiß nicht, irgendwie bekomme ich aber auch immer die gleichen Items, ne? Immer diese ganzen Spritzen, die hier Damage abgeben oder Speed up oder sowas. Und die Leertasten-Items. Ich hab jetzt gerade noch keins bekommen, aber sind auch immer die gleichen. So, einfach alle abbrennen. Du auch. Und wir bekommen Tor of Hearts. Bringt mir gar nichts. Logisch, wir machen Feuer mit Feuer aus. Das macht sie. Ich hasse diesen Raum so sehr.
Ich hasse ihn einfach. Das ist so ein Drecksraum. Ach, die kacke Blutspur. Scheiße. Giftgrüne Würmer. Eine weitere Pille. Was gibt es denn jetzt? Tiersub. Oh, das ist was Tolles. Endlich mal eine positive Sache in diesem Run. Was für ein krasser Dodge das gerade macht. Eine Schussrate. Okay. Das war ein blauer Stein. Interessant. Der Mega-Fetti. Explodiert meine Schüsse. Macht einfach nur Bumm, das wäre in Ordnung. Genau. Oh, nein, nein, nein. Hatte der nicht noch was anderes drauf? Ah, doch, das ist Kacken, klar. Aber sonst hatte der nichts drauf. Das kam mir gerade ziemlich einfach vor. Das gibt auch noch ein blaues Herz, oder? Oder nicht? Haben wir natürlich auch nicht nötig, weil wir so krass sind gerade. Ich würde trotzdem gerne noch einen Schlüssel haben. Einfach nur, damit ich... Ja... Probieren wir mal aus, ob das klappt. In der Reichweite, okay. Ich glaube, es hätte von der Reichweite geklappt, aber da war wohl anscheinend nichts. Aber wir haben eine Schlüssel bekommen, immerhin. Und damit gehen wir jetzt zum Itemraum. Und bekommen... Oh. Es ist so ein Kack-Item, ne? Da ist der Kackhaufen sogar besser. Mann, nur Schrott-Leertasten-Items. Immer wieder. Na gut, da haben wir den Raum, aber auch keinen blauen Stein gerade wieder an sich, ne? Ich meine, es war cool, dass der eine den da kaputt gemacht hat, aber so selber kriege ich gerade nicht wirklich einen. Na komm, dann gehen wir in die nächste Ebene, scheiß drauf. Curse of the... Ah, nee, Curse of the Maze. Das ist jetzt nicht so Premium. Einfach alle sterben gehen. Danke, danke. Ach, ihr besonders gerne. Ich frage mich, wie viel Schaden das Flammending pro Tick macht. Das vieles oder eher so meh? Damit schon den. Ach verdammt, Itemraum gefunden und ein Schlüssel bekommen. Das war nett. Spider-Bite. Verlangsamende Feuerkugel. Der Verlangsamungseffekt kommt aber nicht immer, anscheinend. Das ist interessant. Ich dachte, der wird immer da sein, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nervig. Das war ein doofer Raum. Aber eine Bombe kriegen wir hier. Verdammt. So, dann können wir doch direkt mal hier nach... Nee. Hier. Hier nach dem Geheimraum suchen. Der nicht da ist. Ist der hier? Hier ist er.
Ganz viel Geld. Wenn wir nur mehr Schlüssel hätten, dann würde sich auch ein Shopbesuch lohnen. Ja, komm, wir gehen zum Boss. Wir haben den Itemraum. Ich habe keine Schlüssel, also bringt er uns auch. Zum Beispiel der Shop nichts. Ach verdammt, das war dumm. Ach du Kackfliege. Ehrlich. Oh, mein Auge brennt gerade. Nicht cool. Und noch Husten. Nein, was noch? Oh, der Scheiße tötet ich mich ja selber. Oh, ein Himmelsraum. Ein Engelsraum. Himmelsraum eigentlich schon. Damage Up und HP Upgrade. Und dieser Seed, der ist kacke. Der ist richtig kacke. Ist das denn mit, was soll ich mit dem Wasser? Ist da voll das Scheiß-Item. Mich wundert, dass ich noch nicht tot bin. Bei den Items, die ich jetzt bekommen habe. Komm, machen wir mal. Oh Gott. Sterbt alle, ihr scheiß Babys! Sterben! Und die hüpfenden Körper auch. Einfach weg. Lasst mich in Ruhe. Ich habe euch nichts getan. Ihr habt angefangen. Der Feuereffekt geht trotzdem drauf. Geil. Geil, 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 geil. Dann einfach draufballern, bis die. Das hasse ich in dem Feuer, dass die explodieren. Vielleicht unnötig leben. Dir geben wir Geld. Ich habe ja eh nie Schlüssel. Du könntest mir einen Schlüssel geben vorher, bevor du mir ein tolles Item gibst. Komm. Gib mir Schlüssel. Oder du gibst mir das Fanny Pack. Judas Zunge. Ich glaube, alle Devil Deals kosten nur noch ein Herz. Wenn es das ist, was ich denke. Ich glaube es nicht, ich weiß es nicht. Wie konnte die Made durch die Explosion bitte schon nicht sterben? Fragen über Fragen in Isaac. Ah, lasst mich bloß in Ruhe. Jetzt noch ihr beiden. Ach, so eine Bombe anzuzünden ist auch nicht ganz so eine tolle Idee, ne? Komm, Mr. Koti. Einzige, der überlebt. Manchmal haben diese Viecher aber auch ein Glück. Jetzt brauche ich nur wieder mal einen Schlüssel. Der fehlt. Feuer mit Feuer bekämpfen, wie immer. So macht man das in Isaac. Ein Schlüssel, komm zu mir, mein Freund. Du bist ganz nett, Schlüssel. Das Herz ist aber irgendwie nicht angezogen. Naja, was soll's. Das, was ist das? Marms. Oh, du Kackfeuer! Marms Parfüm. 4 Shots. Jetzt habe ich also Verlangsamungs 4 Feuershots. Ja. Wenn ich jetzt nicht gerade das Blue Baby wäre, wäre das bestimmt mega cool. Aber bei meinem Leben, wenn der Gegner vor meiner Fresse explodieren, gefiert, ist bestimmt nicht so toll. Mal gucken. Vielleicht ist es doch am Ende so die. Uah, Fledermaus. Lass mich in Ruhe. Am Ende ist das so die Mega-Kombination und ich mach das so super easy und fick alles weg, weil ich so voll der harte Ficker bin und so weiter. Dann denke ich mir so, ha, kein Problem. Gucken wir mal hier.
Oh, wie gedacht. Great. Das heißt, ich kann sogar in den Shop rein. Es würde sich lohnen. Da ist kein Glied drin. Gar nicht. Boah! Explosionssturm, was ist denn los auf einmal? Diese Wanderer, die trennen sich dazu entschieden, so effektiv zu sein. Wow. Gut, dass da keine Stacheln waren. Wäre ich locker gegen gerannt. Gut. Oh, da kam sogar der Vier-Effekt noch zum Vorschein. Ganz seltener Gast. Okay, gucken wir nochmal nach. Blauer Stein? Oder X-Steinchen? Nein? Ah. Machen aber mal trotzdem hier eine Bombe hin. Vielleicht kommt da was Tolles raus, wollte ich sagen. Natürlich nicht. Eigentlich kann man das auch nutzen, das bringt uns eh nichts. So, dann haben wir den Shop endlich und finden ein Seelenherz gerne. Und das Purse nehmen wir auch mal mit. Vielleicht haben wir ja tolle Pillen dabei. Tears up. Zwei tolle Pillen sind dabei sogar. Geil, geil. Da beklage ich mich nicht. Energie. Ja. Dann kacken wir hier alles mal voll. In einer Reihe und bekommen nichts. Und das ist Pretty Fly. Oh. Wir waren sogar ganz gute bei. Nur gute Pillen. Das wundert mich jetzt schon ein bisschen. Aber ich will mich nicht beklagen. Boah, ihr fiesen Penner. Ah, ich hasse die so sehr. Sei hier irgendwas bitte. Komm. Da ist wirklich was gewesen, ich glaub's nicht. War das reinste Raten überhaupt. In seiner vollendeten Form. Und ich bekomme Geld. Besser als nichts. Aber zwei Seelenherzen. Weil da ein blauer Stern war, den ich gar nicht erkannt habe. Glaube ich zumindest. Oh nein. Nein, 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 nein. Ich hasse die beiden. Oder den, ey. Es ist ja eigentlich nur einer, aber. Ganz genau, ich habe Feuerschüsse hier, Penner. Fürchtet mich. Evil Up, ein schwarzes Herz und Bomben. Und. Ich habe das Teufels. Ach da, ich wollte sagen, ich habe das Teufelsraum gehört. Was bringt mir jetzt Judas Zunge? Komm, scheiß drauf, ich guck das nach. Ganz fix nachgucken. Judas Zunge, wollen wir das denn? Rebirth umschalten. Falls ihr nicht wisst, was ich nachschaue, Platinum Gott. Okay, zwei Herzen werden auf 1 reduziert, aber das blaue Herzen sind, gilt das anscheinend dafür nicht. Der Ziegenkopf würde ja nur machen, dass ich mehr Devil Deals bekomme, ne? Und einen Begleiter brauche ich auch nicht, deswegen scheißen wir drauf. Da behalte ich lieber meine Herzen. Und wir gucken mal, was so die tiefen 2 machen. So. Ganz schnell zum Itemraum. Ganz schnell zum Itemraum. Wir wollen was ganz. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Nein, 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 nein. Das war zu nah dran. Manche Tränen auf einmal gelb werden. Können wir hier in der Mitte hoffen, dass sich alles. Ja, das habe ich gehofft. Der Joker. Machen wir direkt. Und bekommen. Nicht schlecht. Absolut kein Grund, sich zu beschweren. Hundertprozentig nicht. Das war ein geiler Engelsraum. Ich brauche nicht unbedingt ein Item. Mir reicht es auch, wenn ich Seelenherzen bekomme. Wir machen, glaube ich, jetzt genug Schaden mit den Explosionen.
Sagt er und begegnet Chubb und wahrscheinlich werde ich Chubb nicht schaffen. Ja, doch, wir machen gut Schaden. Oder? Weiß nicht, ja, Chubb hat gar nicht so viel Leben, ne? Brenn dich mal. Du wirst von deiner Hexenkunst gereinigt. So ein Popel war das. Ich glaube, hier ist nichts mehr, oder? Test. Noch eins. Geil. Jetzt sind wir langsam so ein kleines Maschinengewehr. Das ist ziemlich cool. Die sind nicht so cool. Ja, ich hasse die Geister. Die sind schon echt ekelhaft. Ein wetterischer Büro. Besuch. Zahlt sich aus. Da ist... Was kriegen wir hier drin? Nee. Es muss nicht sein, dass es gut ist. Obwohl... Doch, lass machen. Naja, hat sich nicht gelohnt. Egal. Machen wir halt Loki ganz schnell platt. Das ging echt schnell. Das war die Fliege, ne? Ja. Zwei Bosse nur? Ich dachte drei. Okay. Ich beschwere mich nicht. Zwei Bosse sind besser als drei. Weniger zu tun. Ach, die Brimstone-Spinnen. So. Und hier haben wir den kleinen Kerl. Nein, dir wollen wir vorerst nichts geben. Erstmal will ich dann doch... Habe ich den in die Stacheln reingeballert? Ja klar, geil. Knockback vom Feinsten, würde ich sagen. Ah, verdammt. Natürlich muss das dann genau explodieren. Die Zecke. Nope. Erstmal. Ist das Wassermann? Nee, Skorpion ist es, oder? Ja. Okay, also wir haben brennende, giftige, vier. Was haben wir noch? Brennende, giftige, vier Slow Shots. Also wir haben quasi Rainbow Shots. Geil, also... Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Es ist schon heftig. Was wir für Statuseffekte gerade drauf haben. Ach, das Ding musste natürlich noch schießen, bevor... Das ist ein eigenartiger Run. Ein sehr eigenartiger Run. Der Boss, nein. Piggy Bank. Ist okay. Den Schlüssel nehmen wir mal mit. Könnte uns nützlich werden. Und wir... gehen wir weiter oder sollen wir erstmal schauen? Wir könnten den Geheimraum suchen, der nicht hier ist, sondern könnte hier sein. Ich weiß nicht, wie es sich mit Stacheln fällt. Okay, anscheinend Stacheln auch nicht. Könnte ja noch hier sein. Das auch nicht. Okay. Aber wenn ich jetzt noch Krebs kriege, ne? Das wäre so geil. Dann wäre ein richtiges Maschinengewehr. Oder noch die Zwiebel am besten. Ja, die Krebs und Zwiebel. Das wäre genial. Da muss ich mich jetzt mal kurz mal muten wegen Räuspern. Hopp, 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 hopp. Alles weg. Wegfetzen richtig. Richtig so wegfetzen. Und wir gucken hier nach. Ah, hier ist er ja endlich. Geil.
Vier Bomben für drei Münzen. Dann können wir auch den die Ebene zu Ende klären, wenn wir schon mal dabei sind. So, nehme ich auf jeden Fall mit. Macht mehr Sinn als... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war fies. Das war fies. Und da ist ein blauer Stein. Das ist schon mal gut. Es ist mein Feuer. Dann können wir das so machen. Und noch einen blauen Stein irgendwo. Der Raum ist ziemlich hell. Dann die ganzen Lagerfeuern. Nichts mehr. Mehr Jurastunge wollen wir immer noch nicht. Wir gehen weiter. Auf zu Mom. Zu Mum. Oder wir gehen kurz ein bisschen Geld verspielen. Ich weiß noch nicht für was. Für sowas zum Beispiel. Oh, ich muss vorsichtig sein. Oh, Flylove. Bitte gib mir das. Geil. Mehr wollte ich nicht. Jetzt können wir weitergehen. Nachdem wir die Skelette hier gesprengt haben, vielleicht eine Karte. Ah, fuck. Da haben wir eine, und zwar Justice. Ja, ja, eine Bombe zurückbekommen. Passt. Karten werden nicht von mir angezogen, oder? Ich teste das mal, da kommt da bestimmt einer raus. So ein Kollege nur. Probieren wir das mal hier oben nochmal. Nochmal zwei Kollegen. Dann soll ich halt nichts kriegen. Ist auch in Ordnung. Was war das denn nochmal? 48 Stunden Energie. Naja, vielleicht kriege ich ja ein gutes Leertasten, ne? Irgendwann. Ah, verdammt. Okay, ich kann durch mein Feuer. Da war ich mir unsicher. Nur die Explosion macht mir Schaden. Ah. Ah. Squeezy Tears, Element. Da war doch genau, den ich schon betreten hatte. Und weiter geht's. Hab ich keinen. Ich wusste jetzt nicht, ob ich den markierten Stein vergessen habe. Egal, passt schon. Das war bestimmt richtig so. Ne, das macht mehr Sinn. Alle in die Luft fliegen. Schön viel Feuer. Der nächste Gegner soll direkt verbrennen. Ah. Ach verdammt. Der letzte kam dann noch ein bisschen schneller. Und noch ein netter Chop. Der super geslowt war. Giftige verbrennende Verderbnis. Ja, ich kann mich über den Schaden eigentlich nicht beklagen. Über mein Leben ist was anderes. Da habe ich noch nicht genug. Halt mal weiter Ausschau nach den blauen Herzen, die ich nicht sehe. Ich merke gerade, so ein kleines Range-Up wäre noch super. Ansonsten ist eigentlich ganz... Ach verdammt, da habe ich nicht aufgepasst, dass ich den einen schon deaktiviert hatte. So, Explosive Diarrhea. 48 Stunden Energie. Ganz viel in Kacken. Vielleicht kommt da irgendwo was Tolles raus. Natürlich nicht. Das wäre zu viel verlangt. Viel zu viel. Oh, war sogar. Oh, Pillen. Telepillen.
Mit direkt vernichteten Gegnern. Oh. Böse Spinnen. Wow, das war knapp, dass mich das nicht getroffen hat. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das? Nein. Jetzt war's das. Freakige Geräusche. Hat mich gerade schon eher gefragt, ob der nicht an der Vergiftung sterben möchte. Aber da hatte der wohl noch ein bisschen viel Leben für. So, dann haben wir noch den Geheimraum. Da war da glaube ich noch was. War nicht im Geheimraum noch eine Pille oder so? Doch, da war da noch eine Pille. Stimmt, waren noch zwei Pillen sogar. iPhone Band. Und Range Up. Gut. Kann man hier auch direkt mal den Scheiß sprengen. Vielleicht gibt es da noch den... Lucky Toe, es ist ein Pit in der Basement. Oh cool. Sage ich nicht nein zu. Weil wir Pilze gesprengt haben oder. Ich weiß es nicht. Irgendwie sowas bestimmt. Ein paar Bämmchen. Und die Lust, die gute alte Lust. Die keine Chance dagegen hat. Der Tower. Oder der. Naja. Durchfall ist besser als Tower, finde ich. Durchfall kannst du noch ein bisschen kontrollieren. Tower ist, ich glaube, komplett random. Oh, Geld aus der Kacke. Nett. Die Kacke kann ja doch nett sein. Ist ja was ganz Neues. Wir waren sogar den Boss näher letztendlich. Oh Mann. So, 5 Leben haben wir noch. Das heißt, 5 Treffer sind uns gewährt. Naja, 4. Alle einfach verbrannt. Oder vergiftet, ich weiß nicht. Ach, fuck. Der... nee. Face up. Oder das... nehmen wir mal diesen Bibelvers mit. Wenn das Bibelvers bedeutet, wenn ich es richtig übersetzt habe. Bible Tract. Ah, nein, 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 das ist nicht gut. Diese explosiven Kacktränen haben uns mehr Schaden gemacht, als es nötig war. Viel mehr Schaden durch die bekommen, als durch sonst irgendwas. Mr. Fred, ja, der, gut, der ist nicht schlimm. Wenn ich die hier schnell genug platt mache, dann ist das. Ach verdammt. Und bekommen einen Gürtel für Speed-Up, haben fast kein Leben mehr, super, und gehen jetzt zu Mams Herz. Einfach direkt zum Boss, würde ich sagen. Oder beim Arcade, um unser Glück spielen. Und hoffen, dass wir irgendwas Tolles kriegen. Also nicht Geld, sondern lieber halt, ne? Wie gesagt, nicht Geld. Ein paar blaue Herzen wären mir lieber.
Der hat einfach Bumm gemacht. Das ist auch nicht cool. Dann springen wir dich mal kurz in die Luft, Kollege. Und bekomm auch noch ein blaues, ein halbes Herz. Nicht cool. Ach, bei denen kann ich's vergessen. Ich bräuchte so einen blauen Automaten. Dann hätte ich wahrscheinlich eher eine Chance. Oh nein. Das ist nicht gut. Aber es ist ganz gut ausgegangen. Ich hasse diese Warzen. Ich mag sie nicht. Verdammt! Ach Mann! Scheiß Explosion! Zu den unpassendsten Momenten immer. Ja, tot. Aber klar. Komm. Ist doch lächerlich. Wie mit die Explosion locker 6-7 Herzen abgezogen hat? Würde ich glatt behaupten. Naja, gut. Wir hatten tolle Items. Haben uns selbst vernichtet. Super. Aber was soll's. Naja, ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Basim. Ciao, ciao.